So, Wirti, wo gehen wir lang? Du hast eine Puppe bekommen, wenn du dich daran erinnerst. Nein! Aber hier finde ich eine gute Idee. Dark Souls! Für alle, die es noch nicht gemerkt haben. Wirti, Tommy, die sind alle da. The Chosen One. The Chosen One! Nein, Tommy, wir sind Deutsche, du musst Chosen One sagen. Oh, okay, der Auserwählte. Hast du gesehen, wie der kein Stück gezuckt hat bei deinem fetten Schwert? Kein ich habe mit zweimal nicht gestaggert. Ja. Okay, nach dem zweiten Mal war er tot, aber. Darf ich anmerken, dass mir keiner von den beiden eine Waffe gedroppt hat, obwohl. Obwohl der Ring ausgerüstet ist. Ja. Ja, das ist wahr. Okay, und gibt es hier sonst sowas zu tun? Also das, was wir hier wollten, hast du. Und die beiden Schwarzritter habe ich auch. Gibt es noch einen Schwarzritter? Ich glaube nicht, kein Plan. Oh Gott! Ich bin schon wieder. Erst bei. Das wäre ja wohl optimal, wie die gerade gelaufen sind. Oh Gott! Oh, die kommen von oben. Wir könnten oben auch noch mal hingucken. Könntest du. Guck mal kurz oben hin. Ja, ich meine, das, was wir hier wollten, das hatten wir noch, bevor wir den Boss gekillt hatten. Ja, abgesehen davon. Die Pumpe wolltest du und den Boss wolltest du. Nein, ich wollte... Das war einer der optionalen Bosse. Ich wollte die Steinchen. Die Steinchen wollte ich haben. Ja, das auch. Ich habe jetzt noch drei Stück. Reicht das für den Schuppenlosen? Wie nachdem du dich anstößt? Also nicht, okay. Also doch noch welche kaufen. Hängel weiter. Nein. Computer sagt nein. Aber ich habe jetzt einen Termin. Mit dem Item. Computer sagt nein. Doch, ich gucken Sie hier. Bei mir steht, ich habe einen Termin. Okay, lass mich mal schauen. Computer sagt nein. Aber sind Sie sicher? Können Sie nicht nochmal nachgucken? Nein. Komm, Schwert, wir gehen. Hat dir die Leute nicht immer ins Gesicht gespuckt? Ja, nee, gustet. Perfekt zu diesen Zeiten. Ja. Man darf sich nicht überlegen, das in Zeiten von Corona zu gucken. Oh. Und nicht in Zeiten von Black Lives Matter und. Oh, warte, ja, Moment. Oh, Little Britain ist super. Es ist rassistisch, Es gibt einen Schwulen dort, okay? Der einzige Schwule im Dorf ist. Laut ihm. Ach, dafür ist der Schlüssel. Oh, hier ist einfach nur das Item, oder? Oh, der existiert ja auch. Dann darf ich gleich mal vorlesen, wenn er sagt, der existiert auch. Oh ja, der hätte dir geholfen. Das ist ein Übersetzungsfehler. Oh, okay. Anzeige umschalten. Verrosteter Eisenring. Dieser Eisenring hat schon viele Schuldige in Schach gehalten. Er ist sehr verrostet und mit einigen Blutflecken besudelt. Wer Gefallen an diesem seltenen Ring findet, wird sich freuen, wenn er entdeckt, dass er auf unsicherem Untergrund, wie in Sümpfen, die Balance des Trägers verbessert. Das heißt einfach nur, du kannst durch hohes Wasser laufen. Mann, das hätte dir aber gebracht in... Was gebracht in... Blighttown. Englischer Name. Deutscher Name ist, Schandstadt. Quelag, der Sumpf. Quelag, der Sumpf. Naja, gut, okay, da ich jetzt erst hier bin. Wisst ihr noch, damals, als ich es so gemacht habe? Gute Zeiten. Und ich glaube, nicht getroffen hatte? Doch. Oder? Ich glaube nicht. Oder? Da weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich hätte nicht getroffen.
Gut, dann setzen wir uns jetzt wieder als Ei, in Eiform da oben hin, oder? Flieg davon! Zusammenrollen. Ich bin das Ei. Ich bin im Ei und das Ei. Achso, wir können überspringen. Du bist das Ei, Domi. Du bist das Ei. Sei das Ei. Sei das Ei. Sah jetzt voll cool aus, wie er aus dem Nest so ein Köpfchen rausstreckt. Hunger! Mama! Sind den faulen Sack da? Der pennt. Wenn ich ihn jetzt angreife, was... Versuch's doch. Wahrscheinlich kann ich ihn nicht angreifen, oder? Weiß ich nicht. Ich habe Angst, dass er mich nicht mehr runterlässt. Ich habe Angst, dass er mich nicht mehr stinkt. So, wo mussten wir hin? Wir mussten... Archiv des Herzogs. Auf zum Archiv! Des Herzogs. Achso, nein, du wolltest mir noch sagen, wo man die Dinger kaufen kann, ne? Für 6.000. Willst du noch welche kaufen? Ne, ich habe gerade nur 6.000, also eigentlich... Versuch's doch erstmal. Eigentlich ist es erstmal egal. Pass auf. Vom Feuerbandschrein, den Weg, den du am Anfang gegangen bist. Erinnerst du dich dran? Also ganz am Anfang. Den Berg da hoch. Ja. Genau. Dann gingst du doch oben in so einen Schacht rein, wo links eine Ratte war. Ja. Genau, und diesen Schacht musst du die ganze Zeit durchlaufen, da ist so eine Tür geöffnet und da war so ein Händler hinter dem Gitter. Ja. Der Händler. Oh, das ist einfach. Den. Ja. Also, zumindest steht im Internet, dass die das verkauft. Dann wird's wahrscheinlich stimmen, oder? Ich hoffe. Ich hab da noch nicht solche Steine gekauft. Ich meine, ich habe schon sehr lange, sehr lange Erfahrung mit dem Internet und meistens stimmt das halbwegs, was da drin steht. Meistens, ja. Sag mal, du und diese Kristallgole, wie lange habt ihr das einstudiert? Gar nicht. Diese Synchrone aneinander vorbeispringen. Ineinander, durcheinander, durch. Ja, wunderschön. Wie bist du vorher gegangen? Hä, wie also vorher? Zu dem anderen komischen Goldenen. Nein, den Weg rund, ja. Also ich bin so und dann war ich kurz abgelenkt. Und als ich das nächste Mal hingeguckt hatte, war ich so. Oh, da geht's weiter. Aber wie weit geht's da? Tommy, wie weit geht's da weiter? Probier's mal aus. Bis zu der Stange. Weil zu dem Golem. Ja, bis zum Golem. Ach so, soll man offiziell da hinkommen. Lass mich auch ein bisschen mal hier runtergehüpft. Ja. Ich meine, ist so einfach. Hä, hab ich ihn außersehen gekillt? Ich wollte fragen, hattest du den getötet? Nein. Ist er außersehen runtergesprungen? Ja, das dachte ich mir gerade. Ja, lol. Also ich habe auch gerade gedacht, ist er jetzt runtergehüpft? Weil er ist nicht mehr da. Ja, ich sehe es. Also ich sehe es nicht. Bin mir nicht sicher. Dann versuchen wir nochmal den Boss. Yeah. Ich wüsste nicht, was dem ganzen Weg stehen könnte. Pass auf, Tobi, jetzt first try. Ich meine, wenn es jetzt nichts wird. Ja, der ganze Weg war nicht umsonst, aber dann waren die ganze Steinesuche umsonst. Außer ich krieg einen Treffer ab, dann. Was? Wenn ich einen Treffer abkriege, dann war die Steinesuche nicht umsonst. Geh doch da durch! Beeil dich doch! Oh nein! Wenn du fluchst, du es nicht. Hallo, Thief. Hallo, Thief. Thief, der nicht so ganz schuppige. Der Unbesiegbare. Nee, jetzt nicht mehr. Der Unbesiegbare. Unsterbliche. Was macht der da? Der ignoriert dich komplett. Pass! Das könnte wehtun, diese Fleischspeicher. Jo, ich kann mit deinen Schwanz zuschlagen. Warum hat der eigentlich Tentakel? Wie ich draufhauen kann. Ups. Ich meine, das ist ein Drache. Hat er die bekommen wegen den ganzen Kristallzeugs?
Wohin, 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 wohin? Oh Gott. Oh mein Gott, deine Leben. Ja, die Fleischpeitsche macht Schaden. Ich hab diesen. Oh mein Gott, ich hab diesen Angriff noch nie gesehen. Ich wusste nicht, dass Steve das kann. Hast du gesehen, wie schnell ich gerade war? Yep. Und. Upp, nicht nah genug. Jo, was? Sehr gut, Steve. Steve, mach das nochmal. Oh Gott. Was ist hier an der Fleischbeutel vorbei? Er kann zuschlagen mit der Hand. Offensichtlich. Dummy. Macht er das ringsum um sich herum? Das ist okay. Weiß ich nicht. Ach, verflucht tötet mich auch sofort, ne? Yes. Ach, scheiße. Ich glaube, du hast den Boss noch nicht ganz raus. Oh, richtig, richtig. Zurück! Teleportieren. Archiv! Ja. Kuro, hast du noch 10 Minuten oder ist schon zu spät? Er läuft nervös durch die Gegend. Muss er mal? Danke. Ich dachte, du warst gerade eben raus. Ja. Naja, bevor wir aufgenommen haben, also vor zwei Parts. Stunde? Ja, 20, 40 Minuten. Ja, aber da hat er nur klein gemacht. Ah, okay. Vielleicht muss er jetzt groß. Wer weiß. Niemand weiß es. Niemand. Kuro weiß es. Kuro weiß es. Ich hoffe, du bist ein anständiger Bürger, hast immer eine schöne Beute dabei. Ich wohne auf dem Dorf und da, wo ich den Hund machen lasse, kommt es nicht drauf an. Wenn ich natürlich in der Stadt wohnen würde und das sollte jeder machen, dann hätte ich einen Beutel dabei. Ja, definitiv. Also, das geht gar nicht, wenn Leute ihren Hund auf dem Gehweg kacken lassen und das nicht wegmachen. Das geht. Ernsthaft, das geht nicht. Das ist in meinen Augen einfach nur Asi. Alter, wer ekelhaft. Ja, das auch noch. Bei uns der Nachbarshund, oder nicht der Nachbarshund, aber aus der Nachbarschaft halt der Hund, der hat bei uns in der Einfahrt gekackt, sodass meine Mutter darüber gefahren ist. Die ist darüber gefahren. Besser als reinzutatschen. Ja, aber es hat halt wahnsinnig gestunken danach. Ja, das glaube ich dir. Ich bin mal leicht reingetreten. Und das hat schon, man hat am Schuh nicht mal was gesehen, aber man hat es gerochen. Oh. Also ich meine, wenn man in der Stadt wohnt und einen Hund haben möchte, dann sollte man mit der Konsequenz leben, dass man den Scheiß halt aufheben muss. Yep. Ah, dieser Weg ist so ewig lang. Yep. Ich hatte übrigens vergessen gehabt, dass man direkt stirbt, wenn man verflucht ist. Ja, deswegen hast du nichts gemacht, oder was? Ja. Oh. Deswegen hatte ich mir gedacht, ich heile mich lieber schnell. Und wieder was dazugelernt. Das hatte ich schon mal gelernt gehabt, aber ich hab's vergessen gehabt. Und wieder mal was an was erinnert. Steve, würdest du bitte einfach deine deine Stacheln da lassen, wo sie sind? Oh. Wo sind sie? In seinem Atem. Aber er hat Jahre nach dieser Magie geforscht und jetzt kann er sie endlich anwenden. Echt, ist das so? Ach stimmt, da war ja was. Doch, irgendwas war da. Ich erinnere mich langsam. Ja, das ganze Archiv und alle Kristalle überall, irgendwas hat das mit Steve zu tun.
Was, ich finde es übrigens schön, wenn du 3 FPS hast und in jedem Frame einfach. Was ist passiert? Ein bisschen Leben verlierst. Find ich gut, sowas. Ah, wisst ihr, hatte ich mich da wieder nicht hingesetzt, Idiot? Wisst ihr was? Ich trinke jetzt einfach mitten im Part. Ja, das habt ihr davon. Ah, besser. Ey, auf mein Mikro zu verschieben. Ärgert dich deine Katze? Yep. Tiere, ne? Tiere. Ich hab gesagt, hör auf mein Mikro zu verschieben. Sag ihm, dass er in die Pfanne kommt. Du kommst in die Waschmaschine. Zu der ganzen frisch gewaschenen Wäsche, in der sowieso immer liegt. Nein. Er liegt auf seinem Platz oder im Bett. Oh. Manche Katzen machen das ja, dass sie sich gezielt in die frisch gewaschene Wäsche legen. Nee, macht er normal nicht. Liegt dabei nicht an die frisch gewaschene Wäsche rum. Die kommt direkt in den Schrank. Richtig. Wie das ein anständiger Burger so macht. Richtig. So läuft das hier in Bayern. Oh nein, oh nein, oh nein! Der hat das verkackt. Nein, er hat's verkackt. Ich bin gesprungen, er nicht. Oh, jahrelanges Training. Oh, er konnte es nicht aushalten und hat's direkt beendet. Ja, dachte ich mir. Mit der Schande hätte ich auch nicht leben können. Jetzt brauche ich einen neuen Partner. Oh, da unten ist doch der Oh, ne, warte. Ja, hat sie auch. Jeder, der mit dir zusammenarbeiten möchte, stirbt irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Oh fuck, ich glaube, ich mache einen eigenen Kanal auf. Aber wird. Ja, besser ist es. Dann wird das ein Wettrennen. Leo, zuerst 6 Abonnenten! Moment. Was? 20. 25. 6 haben wir doch schon. Nee, nicht, wenn wir das aufteilen. Ach so. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe mehr Parts hochgeladen als du. Also ich glaube, ich bin mehr. Ich hätte meinen 6. schon verdient. Eigene Parts zählen nur, wenn du allein das Let's Play gemacht hast. Ich glaube, dann habe ich auch mehr Parts. Ich habe ein komplettes Ahead in Time Let's Play. Ich habe Portal, Portal 2, Portal Stories Mel. Wie viele Parts sind das? 20? 3, 11 und 40 oder so? Oder 3, 11 und 20, 30? 30 Parts hat Mel. 30 Parts hat Mel, glaube ich. Und wie lang geht das Spiel? Das ist. Ich habe halt auch die Rätsel nicht gekonnt, ne? Also. Ja, gut. Bei 2 und 1 und 2 konnte ich ja alles auswendig. Da war nicht viel mit Rätselraten. Kann ich deinen Schwanz abschlagen? Moment. Ich habe nur Head in Time allein gemacht, oder? Ja, natürlich. Und, oh, und 2 Parts Isaac. Ei, da kriege ich direkt einen auf den Deckel. Oh. Ei, 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 ei. Na gut, Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich das auf jeden Fall schaffen werde. Oh. Der Part wird einfach am Wochenende 4 Stunden lang. Und dann habe ich ihn. Oh, ich muss mir Snacks besorgen. Was musst du suchen? Ich muss mir Snacks besorgen. Ja, quatschst du einfach die Zuschauer zu. Bis dahin, ciao. Ciao.